Kanal. Ich bin der Mucka. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Let's Play-Reihe. Ich habe mir jetzt vorgenommen, Dead Cells mit euch zu spielen, weil was ganz anderes. Ich spiele auf dem Nintendo Switch. Das ist das erste Mal, dass ich mit OBS und meiner Capture Card aufnehme. Deswegen, wenn das Video etwas komisch ist, seht es mir nach. Ja, wieso Dead Cells? Wie bin ich auf Dead Cells gekommen? Ich habe die Top-Version von 2018 durchgeführt. Dead Cells ist immer wieder oben aufgetaucht. Dann habe ich mir vor ein paar Tagen gekauft. Hab jetzt auch meinen Smart-Account schon mehrere Stunden gespielt. Das ist mega geil. Da dachte ich mir, kann ich auch mal ein Let's Play zu machen? Und das war okay jetzt. Dead Cells ist ein Soulslike. Und ja, ich erkläre euch im Zweiten, wie das ganze Spiel abläuft. Bist du nicht der kopflose Kerl, der hier durch die Gegend läuft? Was ist los? Hast du dir etwas gemacht? So, stimmt ja, du hast dir gar keine Zunge. Dann muss ich jedenfalls ein Netz zum Rutschen geben. Das ist dir doch sicher aufgefallen, oder? Du kannst nicht mehr sterben. Auch wenn ich nicht nochmal komme. Das war nicht der erste. Du weißt nicht, was ich gerade mache. Ich bin definitiv der Mann, der spielt.
Waffen, Upgrades etc. kaufen. Jetzt kommt es nicht, wir haben Geld. Und damit habe ich das erste Level absolviert. Diese weißen Punkte, die ich gesammelt habe, das sind die sogenannten Zellen. Damit kaufe ich mir jetzt dauerhafte Upgrades. Wen haben wir denn da? Ich bin der Sammler und hier wurde die einzige Person, die man als salonfähig bezeichnen könnte. Bring mir alle Zellen! Ich besorge dir dafür ein paar nützliche kleine Gegenstände. Falls du einen Wurf findest, dann kannst du etwa, experimentelle Gegenstände. Gehen wir jetzt die Zellen, die wir erbeutet haben, eintauschen. Als erstes haben wir ja nur, soweit ich weiß, ja. Weil das heißt, wir haben jetzt einen Heiltrank. Hier kann man dann Station. Bei 70% Abbruchzeit bei Granat. 103 Grad pro Sekunde. Ich nehme mal Anzeige mal den. Zweifel, dass wir jetzt im ersten Run direkt in die dritte Welt kommen. Es wäre natürlich schön. Das ist natürlich auch das Spielziel. Das Spielziel ist natürlich am Ende den finalen Boss zu legen. Was ich auch noch nicht geschafft habe. Das war nicht gut. Okay. Und wie ihr jetzt seht, wir fangen exakt da an, wo wir letztes Mal auch angefangen haben. Und wieder du. Es scheint für dich nicht besonders genau. Aufgefallen, dass sich jedes Mal etwas ändern scheint. Man könnte fast meinen, die Insel wäre lebendig. Das wäre ziemlich albern. Den Bogen schnappen und los geht's! Allerdings
Haben, können wir wieder reinvestieren. Jetzt kaufe ich jetzt das. Dann investiere ich die restlichen erstmal in den Wert für den Einsteigerbogen. Wobei das wahrscheinlich gerade noch ein bisschen ringt. Da ich ja noch keine Würfel habe. Gucken, wie weit wir jetzt kommen. Die Tür kann ich wieder nicht öffnen, weil ich 2 Minuten 16 gebraucht habe. Das ist dann aber so. Das ist auch nicht schlimm. Es würde mir jetzt Zellen bringen. Oh!
Vogelscheuchen. Hier können wir uns ja nichts leisten. Das ist schade. Das geht dann so ab nächsten Run los, wenn man Geld gespeichert hat. Von den vorherigen Runs. Dann hat man von Anfang an mehr Geld. Hier sind endlich mal neue Waffen, das ist sehr schön. Eine ausbalancierte Klinge 2. Die nehme ich natürlich. Und automatisch eine Granate. Eine Statue des Königs der Insel. Wie er mit diesem Helm wohl noch etwas sehen konnte. Deswegen, wenn man in eine Gruppe kommt, wo viele Gegner sind und Vogelscheuche, muss man die Vogelscheuche töten. So. Und damit wird man jetzt 2644 Gold, die wir aus dem letzten Run haben. Oh, was ist das? Aber das hier ist schon ein komischer Ort, daran besteht kein Zweifel. Es wird bestimmt ein toller Anblick, denn der Sammler all die Flaschen zum Leuchten gebracht hat. Daran arbeitest du ja, nicht wahr? Du legst dich dafür offensichtlich ganz ins Zeug. Genau wie all dir. Genau, das ist das Ziel, alle Flaschen zu leuchten. Weiß, was du mit Zauber hast. Oh ja, ich kenne jedes deiner Geheimnisse. Ich hab alle. Das ist eben so mein Ding. Das kommst du hoch. Das ist die Statistik des Spiels. Was für Waffen ich schon hatte, welche Fähigkeiten ich schon hatte. Was ich schon erkundet habe, welche Biome ich schon hatte, was für Gegner ich gelegt habe, wie ich gestorben bin. Gut, damit wollte ich sagen, beende ich die erste Folge von Dead Cells. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Bewertet dieses Video, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Wenn ihr Kritik habt, schreibt sie super gerne in die Kommentare. Ich versuche darauf einzugehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mir bleibt nichts mehr zu sagen als ciao, ciao.